zeige euch heute mein Lieblings-Rande-Ravioli-Rezept. Das ist einfach fantastisch. Fast niemand kennt es leider und darum muss es unbedingt unter die Leute. Ihr könnt schon mal anfangen, indem ihr einen Ravioli-Teig vorbereitet. Ich zeige euch in einem kleinen Basisrezept, wie ihr es in meinen Ravioli-Teig macht. Jetzt in diesem Moment wird hier oben nachher rechts ein kleines i eingeblendet. Klickt da drauf und ihr seht das Rezept und könnt es nachher machen. Der Ravioli-Teig ist speziell, es ist nicht einfach ein normaler Pasta-Teig. Darum empfehle ich euch sehr, den vorzubereiten, weil der passt hervorragend nachher für alles weiter, was wir in diesem Rezept werden machen. Alles andere zeige ich euch in diesem Rezept hier und es geht los. Für die Füllung habe ich 600 Gramm Rande in kleine Würfel geschnitten und im Salzwasser sehr weich vorgekocht. Die tue ich jetzt mit einer Gabel zu einem Püree verdrücken. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Flüssigkeit rausbringen und darum gehen wir mit dieser Schüssel zum Herd. Zuerst tun wir in der Pfanne 2 Esslöffel Paniermehl anrösten. So, man sieht, das Paniermehl wird braun. Jetzt gebe ich die Rande dazu. So, ich denke, jetzt ist gut. Jetzt geben wir die Rande zurück in die gleiche Schüssel wie vorher. Jetzt gebe ich ein bisschen Anke dazu, vielleicht 20 Gramm. Ich tue 100 Gramm Ricotta und ein aufgeschlagenes und ein bisschen verquirltes Ei drunter rühren. Und schließlich tue ich dann alles zusammen gut mit Salz und Pfeffer würzen. So, und die Füllung die kann man jetzt ein bisschen auskühlen im Kühlschrank oder in einem kalten Wasserbad. So, das ist der Ravioli-Teig, der aus dem Kühlschrank kommt. Den teile ich jetzt in 4 gleich grosse Stücke. Und ich fange an mit der Verarbeitung. Wie immer setze ich die Walze auf die Stufe 1 und lasse den Teig durch, stufenweise höher, bis ich die gewünschte Dicke habe. Thank you.
Die Ravioli koche ich jetzt in kochendem Salzwasser kurz kochen. Das geht nicht lang, vielleicht 2-3 Minuten. Parallel dazu tue ich ein bisschen Anken schmelzen und mit zerdrückten Mohnsamen kurz schwenken. Das geben wir dann über die Ravioli zusammen mit geriebenem Pecorino. Hervorragend duftet das. Ich probiere mal eine anzustechen, sodass ihr reinschauen könnt. Da sieht man ein bisschen von der Füllung. So hervorragend. Ich sage euch, es liegt sicher auch an diesem super Mehl, aber die Geschmäcker, die hier zusammenkommen, die Rande, der Mohn, der Pecorino, geschmolzene Anken, es ist so eine schöne Füllung wirklich und so eine tolle Pasta, ich kann euch so wärmstens ins Herz legen. Ich muss jetzt essen und ich verabschiede mich von euch. Ciao!